Vater, ich danke dir, dass du uns dieses Vertrauen über längeres Leben bestätigt hast. Dass du uns führst und leitest. Dass du uns in der Kraft deines Heiligen Geistes wirklich auffliegen lässt wie Adler, weil du uns trägst. Und so preise ich dich dafür und lobe deinen Namen, gerade auch über dieser Gemeinde. Das tue ich in deinem Namen, Jesus Christus, Sieger von Golgatha. Amen. Amen, ihr Lieben. Ich danke euch von ganzem Herzen, dass wir mal wieder hier sein dürfen. Es ist wirklich erbauend. Man spürt diese Freude, die Kraft des Heiligen Geistes hier in euch, auch die Erwartungshaltung, dass Gott etwas tut. Und gerade David und Heinrich, was ihr gerade gesagt habt, kann ich also voll bestätigen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen können. Und die Gaben des Heiligen Geistes, wie sie beschrieben werden in der Bibel, sind unter anderem Treue. Und das bringt das zusammen mit diesem Wort oder dieser Serie von Predigten, die ihr jetzt habt über die Treue Gottes. Denn wenn wir uns verlassen wie ein Adler, dass Gott uns trägt, dass er uns diesen Weitblick gibt, dass er mit Wasser Grenzen wegspült, dann setzt das ja Vertrauen voraus. Und Vertrauen und Treue sind zwei Dinge, die ganz, ganz eng miteinander zu tun haben. Und jeder weiß, dass sowohl die Treue als auch das Vertrauen in unserem persönlichen Leben dann und wann schon mal ein Fragezeichen hat. Ihr kennt das vom Kollegenkreis, ihr kennt das von hier und da auch aus der Ehe, je nachdem wie eure Situation in der Familie ist. Aber jeder kennt solche Familien, wo es mit Treue und Vertrauen nicht so gelaufen ist, wie das in der Euphorie und in der Erwartung einer Hochzeit man sich gegenseitig versprochen hat. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir Menschen so begrenzt sind mit unserem Treue und mit unserem Vertrauen, wie verhält sich Gott? Wie verhält sich Gott in so einer Situation? Ihr könnt das im Großen sehen im Augenblick. Vieles wird erschüttert, gerade in dem ganzen Umfeld der russischsprachigen Welt wird vieles erschüttert durch diesen Krieg, der jetzt ja fast anderthalb Jahre in Gang ist. Familien werden, wo man meinte, man kennte sich sehr gut, werden plötzlich durch unterschiedliche Meinungen gespalten. All das geschieht. Ihr habt das hier in der Gemeinde, habt ihr Menschen, die das erlebt haben. Wir haben Lena und Igor zu Besuch, sind inzwischen in Hamburg als Flüchtlinge und kommen aus Donetsk, wo also die Situation schon länger ja so schwierig ist. Damit wollen wir uns heute unter so etwas verschiedenen Blickwinkeln einfach mal ein Stück auseinandersetzen. Wir persönlich, Elke, Lena, Igor und ich, sind aus dem Umfeld des Ebenezer Hilfsfonds, der seit über 30 Jahren inzwischen hilft, Juden aus der Ex-Sowjetunion, im Wesentlichen aus der Ex-Sowjetunion, zu helfen, nach Israel zu kommen, wenn sie möchten. Nicht alle wollen, das ist klar, aber wenn sie möchten. Viele von euch haben diesen gleichen Hintergrund, dass mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Tür aufging und sich völlig neue Möglichkeiten auftaten. Aus diesem Umfeld heraus ist unsere Arbeit über diese letzten 30 Jahre gewachsen und ich persönlich hätte mir das nie vorstellen können. Ich bin klassischer Wessi, in Bremen geboren. Meine Welt war Amerika und sonst wo und hörte an der Elbe irgendwie auf und jenseits der Elbe begann der Wilde Osten und die spinnen sowieso irgendwie und Hauptsache, die lassen uns in Ruhe. Wir haben eine einigermaßen starke Bundeswehr und wenn nicht, helfen uns die Amerikaner, das wird dann schon irgendwie gehen. Wie ihr wisst, ist das alles ganz, ganz anders gekommen. Halleluja, preis den Herrn. Wenn damals uns jemand gesagt hätte, die Sowjetunion wird friedlich aus der DDR abziehen, da hätten wir gesagt, total Sumacici, du bist völlig verrückt, du bist völlig durchgeknallt. Das geschieht nie. Also ihr merkt, ich kenne das Wort schon, ich bin schon fast ein Stück weit eingemeindet. Aber es ist geschehen. Viele haben dafür gebetet.
Ich habe auch dafür gebetet. Es gab Verheißungen, aber ich persönlich habe eigentlich immer mit einer gewissen Skepsis gebetet. Ja, es ist richtig, ich bin gehorsam, ich bete, aber Herr, ob das wirklich möglich ist, ist über meiner Vorstellungskraft. Und dann kommt, du hast es im Lobpreis eben gesagt, dann besorgen wir uns Informationen und plötzlich ist unser eigenes Informationsgebäude, unser eigenes Gedankengebäude, egal wie gut das begründet ist, wird zum Gott. Wir sagen, es ist nicht möglich. Herr, es ist nicht möglich, dass das geschieht. Und Gott sagt, doch, es ist möglich. Ich erfülle das, ich bin, und damit haben wir wieder das Wort treu. Und für mich ist das immer ein Wortpaar, treu und zuverlässig. Und woher wissen wir von der Treue Gottes, von der Zuverlässigkeit Gottes? Im Menschlichen haben wir alle Enttäuschungen erlebt. Wir haben uns auf Menschen verlassen, auf Freunde verlassen, vielleicht auch auf den Ehepartner verlassen. Wir haben uns auf Menschen, auf Chefs verlassen und sind enttäuscht worden. Sind abgestürzt, an die Wand gelaufen, welche Bilder du da immer verwenden möchtest. Wir kennen diese Erfahrung. Kennen wir die auch mit Gott? Also wir wissen von Hiob als einem Beispiel in der Bibel, dass er diese Erfahrung gemacht hat. Plötzlich kam Krankheit. Plötzlich passierten ganz andere Dinge. Bei Hiob passierte so ziemlich alles. Die Kinder wurden vom zusammenstürzenden Haus erschlagen. Er selber kriegte schwere Krankheiten. Und seine Frau machte ihn auch mehr oder weniger an, weil er immer noch an Gott festhielt. Also er hatte wirklich Krise auf allen Gebieten, die man sich vorstellen könnte. Und hat an Gott festgehalten. Das war seine Glaubensgewissheit, seine Stärke. Aber ob wir diese Glaubensgewissheit im entscheidenden Moment haben, wäre ich für mich jedenfalls mir nicht so sicher, ob ich die habe. Und jetzt ist die spannende Frage, wie gewinnen wir diese Sicherheit? Heinrich hat ja eben dazu aufgerufen und gesagt, ja, wir können uns auf diese Sicherheit verlassen. Und das ist eine gewisse Spannung, die da drin steckt. Und ich möchte euch ermutigen, diese Spannung auszuhalten und zu sagen, ja, ich kann mich auf Gott verlassen. Gott ist nicht treu, Fragezeichen, ist Gott wirklich treu, Fragezeichen, sondern ja, Gott ist treu, Ausrufezeichen. Und für mich persönlich war da neben dem Thema unserer Ehe, was ausgesprochen gesegnet ist, inzwischen seit 46 Jahren, 48 Jahre kennen wir uns, auch ein Wunder in der heutigen Zeit war es dann immer wieder das Thema Israel. Ich wusste natürlich oder weiß über die deutsche Geschichte und all das, was da geschehen ist. Und ich weiß über all das viele, was im Alten Testament gerade gesagt worden ist, wie Gott dieses Volk wirklich berechtigt kritisiert an vielen Stellen. Wir sehen heute, dass es politisch nun wahrhaftig in Israel im Augenblick nicht gerade friedlich zugeht, sondern die sich gegenseitig doch heftig in den Haaren liegen im Politischen, Klammer auf, wir sehen das in Deutschland ja auch, Klammer zu. Und trotzdem ist Gott in all dem mit seinem Volk treu. Aber diese Treue wurde mehrfach auf ganz, ganz große Probe gestellt. Etwas weiter in der Vergangenheit, das Volk Israel wurde zerstreut nach Babylon, also in das heutige Irak, Persien, Iran, wieder in die gleiche Gegend, aus der heute auch die Bedrohung kommt für Israel. Da wurde es zerstreut und es wurde nach 70 Jahren zurückgebracht ins Land. Und die nächste große Zerstreuung war dann etwa um das Jahr 70 herum durch die Römer, als die Israelis mal wieder rebelliert hatten und die Römer das Land besetzten, eroberten und die Juden weltweit zerstreuten. Und dann kam die Wende, so Mitte des 19. Jahrhunderts, und diese Wende lief parallel mit Christen. Christen, die gesagt haben, ja, Gott ist treu,
In den Propheten ist vielfach gesagt worden, ich bringe das Volk Israel zurück und wir helfen. Damals war das türkisch, das Gebiet. Auch das sind alles so Geschichten, wo man in der Gegenwart gewisse Parallelen erkennt. Und dann kam das Volk zurück. Und es gab zwei große Gebiete, aus denen es schwierig war, zurückzukommen. Ich lasse die deutsche Geschichte mal weg. Aber das eine große Gebiet war die Sowjetunion, die per Gesetz Menschen nicht ausreisen ließ, was ihr aus eurer Familiengeschichte kennt. Und heute ist eins der großen Gebiete Amerika mit seinem ganzen Reichtum. Roundabout die Hälfte aller Juden lebt auch heute noch in Amerika. 45% aller Juden weltweit leben heute in Amerika. Und eine etwa gleiche Zahl in Israel und der Rest noch in anderen Ländern der Welt. Aber die Sowjetunion brach zusammen und plötzlich konnten von den 3 Millionen Juden sich etwa 2 Millionen Juden bewegen, aus dem Land rauszugehen. 1,2 Millionen nach Israel. Es gibt weltweit zwei große Rückkehrbewegungen, alles andere sind weltweit Flüchtlingsbewegungen. Es gibt überall Flüchtlinge, aber es gibt zwei Rückkehrbewegungen. Die eine Bewegung seid ihr zum großen Teil, wo die Deutschen aus der Sowjetunion zurückgekommen sind nach Deutschland. Und die andere große Rückkehrbewegung ist, dass Juden aus der Sowjetunion nach Israel zurückgegangen ist. Das ist doch nicht Zufall, dass das verbunden ist und dass es zur gleichen Zeit geschieht. Ein Zeichen von Gottes Treue. Ich bringe mein Volk nach Hause. Wir haben dafür Bibelstellen gesammelt, die liegen hier nebenbei. Ich will im Anbetracht der Zeit nicht so sehr auf die Bibelstellen eingehen. Aber das ganze Thema Israel ist für mich ein Thema, was meinen persönlichen Glauben sehr, sehr gestärkt hat. Wenn immer ich Zweifel habe, wenn immer ich Fehler gemacht habe, dann kann ich da hingucken und kann sagen, ja Gott, du bist treu. Und wenn du mit den Chaoten politisch da in Israel klarkommst, das sind wirklich Chaoten hier und da, kann man nicht anders sagen, Klammer auf, bei uns auch. Aber wenn du mit denen klarkommst, dann kommst du auch mit mir klar. Und wenn immer du Visionen hast, wenn du also einen Blick für dein Leben hast, wenn du unternehmerisch, du bist ein typischer Unternehmertyp, Victor, wenn du unternehmerisch einen Blick hast, dann ist Gott treu, er wird dir helfen, er wird dich ermutigen, er wird dich auch korrigieren. Das gehört damit zu. Und die Korrektur ist so eine Zäsur, die Gott gibt, zum Beispiel durch eine Zeit wie diese jetzt, Neujahr. Und damit leite ich über jetzt zu dem, was Elke gleich vor allen Dingen sagt, aber erstmal noch Lena. Gott gibt Zeiten der Zensur, wo er ein Stück weit sagt, stopp. Israel hat es an der Stelle leichter im Augenblick, glaube ich, als wir Deutschen, weil es drei große biblische Feste gibt, die Gott gesagt hat, die die Juden feiern sollen. Das eine ist jetzt nicht so sehr das Thema Neujahr, aber da dran hängen der Versöhnungstag Yom Kippur und danach das Laubhüttenfest, wo man sich erinnert an den Auszug aus Ägypten. Und im Frühjahr das ganze Thema Pessachfest. Bei uns ist das dann mit der Kreuzigung Jesus und seiner Auferstehung zu Ostern geworden. Das sind diese Zäsuren, die Gott gibt, wo wir ins Nachdenken kommen können. Gott, du bist treu. Ich lasse das letzte Jahr mal Revue passieren und ich bitte um Vergebung da, wo ich Dinge falsch gemacht habe, wo ich vor allen Dingen mit Menschen was falsch gemacht habe, versuche ich, die zu kontaktieren und empfange dann am Versöhnungstag bei jüdischer Seite. Bei uns gibt es die Möglichkeit, jeden Sonntag in der Gemeinde, im Abendmahl, in verschiedenen Schritten, empfangen dann die Vergebung und kann weitergehen ins nächste Jahr. Dafür stehen diese Tage jetzt. Und die Treue Gottes macht es sicher, dass das nicht theologische Theorie ist, sondern dass es im Leben funktioniert. Ich kann es euch bestätigen. Es funktioniert. Dass ich mal vor einer Gemeinde stehen würde und predigen würde, ist mir wahrhaftig nicht ins Stammbuch geschrieben. Ich bin von Hause aus Ingenieur. Also insofern, Gott hat große Pläne. Gott hat häufig ganz andere Pläne, als du dir vorstellst. Und er besorgt eine Kehrtwendung, aber die Kehrtwendung ist zum Guten. Lena,
Bei euch im Leben hat Gott auch eine Kehrtwendung gemacht. Die begann am 14. Mai 2014, allerspätestens, als der Flughafen von Donetsk eingegriffen wurde. Und plötzlich von einem Tag auf den anderen, war eine sichere Stadt, aus der viele, viele Juden nach Israel gegangen sind, überhaupt keine sichere Stadt mehr. Lena. Dankeschön. Gerne. Halleluja. Ja, Halleluja, habt ihr verstanden? Gut. Ich bin nicht systematisch. Ich weiß, dass bei euch alles so in Regale gepackt wird. Продолжайте. Habt ihr gemerkt, dass Gott heute direkt unter uns ist? Вы хотите слышать о моих чудесах? Wollt ihr meine Wunder hören? Если я начну, то мало времени будет. Wenn ich starte, wird die Zeit vorbei sein. Свежий хлеб – это так вкусно. Das frische Brot ist so lecker. Сегодня был свежий хлеб прямо с неба. Heute war ein frisches Brot direkt vom Himmel. Я, правда, без перевода ничего не поняла. Ohne Übersetzung habe ich nichts verstanden. Но я это почувствовала, что очень вкусно, хочу попробовать. Und ich habe verstanden, es ist sehr lecker, ich möchte es probieren. Но этот дождь был повсюду. Und dieser Regen war überall. На меня тоже капнуло. Как? Капнуло на меня. Und mich hat das auch erreicht. А вы знаете, что капнуло? Was ist denn getropft? А хотите знать? Wollt ihr es wissen? Господь мне что-то интересное сказал. Gott hat etwas Interessantes gesagt. А вот кто-то может прочитать мне с немецкого? Kann jemand in Deutsch das lesen? Что происходит, когда дождь вот-вот придет? Was passiert, wenn der Regen eben kommt? А это второзаконие. Das ist in fünftes Buch Mose, genau. Надо обязательно посмотреть Библию. Я имею в виду немецкую. Немецкую, да. Обеспечьте, пожалуйста. Ja. Так okay. Вот, genau. Okay. Это особый момент. Komm hier hoch, wegen der Kamera. Второзаконие, 32, Deuteronomy. 32, stimmt das? Это было много-много лет тому назад в жизни Моисея и евреев. И это происходило давно, но это происходит и сейчас. Das ist das Lied des Mose. Which genau. Verses, which verses? From the very beginning. Aha. Horcht auf, ihr Himmel. First verse, ja? Yeah? Внимай небо, я буду говорить. А это Моисей говорит. Horcht auf, ihr Himmel. Ich will reden und die Erde. Höre и слушай, die Worte земля, meines Mundes. И слушай, земля, слова уст моих. Wie Regen träuflich meine Lehre. Wie Tau riesle meine Rede, wie Regenschauer auf frisches Grün und wie Regengüsse auf welkes Kraut. Прольется, как дождь, учение мое. Die Lehre wird ergießen sich wie ein Regen. Как роса, речь моя. Wie der Tau meine Rede. Как мелкий дождь на зелень. Wie der feine Regen. Как ливень на траву. Wie ein Regenguss aufs Wasser. Имя Господа. Im Namen des Herrn. Amen. Знаете, у меня хорошее воображение. Ich habe eine gute Vorstellung. Вы понимаете, что дождь приходит оттуда? Ihr versteht, der Regen kommt von dort. Моисей понимал это прекрасно. Mose hat es wunderbar verstanden. И он понимал, что когда это придет на землю, und er verstand, wenn dieser Regen auf die Erde kommt, там на небе будут тоже заинтересованы. Die im Himmel werden auch interessiert sein daran. Все начинается там. Alles beginnt dort. Вы знаете, как приходит дождь? Wisst ihr, wie der Regen kommt? Есть признаки. Es gibt Anzeichen. И вот небожители. Und die Bewohner des Himmels. Что такое небо? Это was, не что-то абстрактное. Was ist der Himmel? Жизнь. Da ist Leben. И они видят, что-то сейчас будет там. Und sie sehen, unten, da wird es was geben. И Моисей говорит, внимай небо. Und der Mose sagt, der Himmel soll achten. Они уже готовы. Und sie sind schon bereit. Готовы внимать. Sie sind bereit aufzunehmen. И пошло. Und es geht. И пошло вот это откровение Божье на землю.
Und so kam die Offenbarung Gottes auf die Erde. Und sogar der Himmel ist sehr interessiert daran. Und Mose sagt, Himmel, nimm das auf. Und der Mensch, der das aufnimmt, der wird sprechen. Wir sind Kinder Gottes. Jeder kann es empfangen. Jeder kann es sagen. Das Wort Gottes zu sprechen. Auszusprechen das, was Gott will, dass wir es sagen. Ich sage euch, was ich vernommen habe. Und Gott hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Просолитесь. Ihr sollt durchsalzt werden. Seid ein qualitativ hochwertiges Salz. В тяжелых обстоятельствах in schwierigen Umständen мы можем стать сильнее. In diesen Umständen können wir kostbar werden. Только вера побеждает этот мир. Nur der Glaube kann diese Welt überwinden. Когда все хорошо, тебе не нужна вера. Wenn alles gut ist, brauchst du keinen Glauben. Но знай, если тяжело, тебе немецкий учить. Aber wenn es schwer ist, Deutsch zu lernen, это шанс. Das ist eine Chance. Вчера я была благословлена, потому что дождь идет постоянно. Gestern war ich gesegnet, weil der Regen fortwährend kommt. И вот мы говорили, Deutsch Kurses, Mamma Mia. А вы знаете, я попала в самые быстрые курсы Гамбурга. Ich habe den schnellsten Kurs in Hamburg hineingefunden. Моя соседка по парте на 40 лет младше меня. Also meine Nachbarin ist 40 Jahre jünger als ich. И тут вчера мне Хайнрих говорит. Und gestern sagt Heinrich zu mir. Каждое выученное слово – это твой капитал. Jedes gelernte Wort, neues Wort, ist dein Kapital. Кто хочет иметь капитал? Wer möchte Kapital haben? Вы понимаете, что такое капитал? Versteht ihr, was Kapital ist? Нас учили копеечка, копеечки там собирай и будешь иметь. Man hat uns gesagt, Kapieke für Kapieke, also musst du sammeln und irgendwann wirst du haben. Bei Gott ist alles anders. Jedes Wort Kapital. Ist ein Vermögen, Kapital. Все, что ты взял верою, это твой Kapital. Alles, was du im Glauben empfangen hast, das ist dein Kapital. У меня нет шанса выучить немецкий только верою в таких обстоятельствах. Ich habe wunderbare Chance, hier dieses zu lernen in diesen Umständen. А с другой стороны, для чего вы здесь? Die Frage ist, warum sind wir hier? Что ты без языка? Was mit der ohne Sprache? Если тебя Бог пошлет куда-то в Турцию проповедовать, что ты без языка? Also wenn Gott dich in die Türkei schickt zu predigen, was wirst du ohne Sprache ausrichten können? Ведь слово должно исполниться, что мы пойдем до краев земли. Das Wort muss ja erfüllt werden, dass wir bis an die Ende der Erde gehen sollen. И кому-то уже Господь сказал. Вот почему-то сказал, учи. Und jemand hat Gott schon gesagt, lerne. И ты думаешь, о да, учи. Und du denkst, vielleicht lerne. И вот тогда мы будем солью, тогда мы пойдем и просолим этот мир. Dann wirst du Salz sein, dann kannst du die Welt durchsalzen. Я уж точно поняла, что немецкий мне очень необходим. Ich habe verstanden, die deutsche Sprache ist unglaublich wichtig. Потому что евреи, здесь их очень много. Weil es gibt sehr viele Juden hier. Ну ладно, на русском языке я еще могу им сказать. Auf Russisch kann ich denen noch was sagen. А немецким? Und wie ist mit Deutsch? А с немецким? Wie ist mit Deutsch? Больше плодов принесем мы с вами. Wir werden mehr Frucht bringen. Поэтому в тяжелых обстоятельствах. Deswegen in schwierigen Umständen. Ты можешь от этого получить твой капитал. Du kannst davon dein Kapital ziehen. Сталкиваешься с обстоятельствами. Ага, Господь понял. Du bist mit Umständen in Berührung und du sagst, Herr, ich hab's verstanden. Будем собирать, будем собирать. Wir werden sammeln, sammeln. Поэтому собирай. То, что Господь тебе дает сегодня. Darum sammle das, was Gott dir heute gibt. Чтобы быть эффективным в ближайшем будущем. Um effektiv zu sein in der nächsten Zukunft. Эффективными для Божьего Царства. Effektiv für Gottes Reich. И вот тогда у тебя исполнится вот это местописание. Dann wird das Wort Gottes erfüllt in deinem Leben. Побеждающий наследует все. Der siegt, der wird alles haben. Oder erben. Наследство в Господе.
das Erbe Gottes. Исцеление. Heilung. Благополучие семьи, твоих родных и до концов земли. Gelingen der Familie, in deinen Verwandten und bis an Ende der Erde. Это принадлежит тебе. Das gehört dir. Господь уже все сделал. Der Herr hat schon alles getan. Тебе нужно побеждать, мне нужно побеждать. Du hast zu siegen, ich habe zu siegen. И это возможно. Und das ist möglich. Побеждающий наследует все. Allem, der besiegt hat. Halleluja, das war die Botschaft aus Donetsk, könnt ihr euch vorstellen? Klasse. Amen. Also ihr Lieben, es sind noch 7 Minuten bis zum Schluss und das sind alle meine Zettel, hier ist die ganze Bibel. Was fantastisch ist, ist das Wunder, dass wir alle, ohne dass wir uns überhaupt abgesprochen haben, dasselbe Thema haben. Also ich fange mal mit meinem ersten Zettel an. Mit wem haben wir es überhaupt im Gottesdienst zu tun? Dienen wir Gott oder kennen wir Gottes Wort? Hören wir das überhaupt? Wir haben heute immer wieder gehört vom Reden. Und wollen wir Veränderung, wie dieser Mikrofontausch, wollen wir Veränderung durch den Dienst an Gott? Es ist Gottes Dienst. Lassen wir uns verändern oder suchen wir hier Bestätigung, weil Gott ja sowieso alles macht? Sehr wichtige Fragen, die wir uns stellen sollen. Und jetzt kommt noch dazu das neue Jahr. Was soll denn das? Wieso müssen die Juden eigentlich immer alles anders machen? Die Frage wäre vielleicht, wieso müssen wir Christen eigentlich immer alles anders machen, als es in der Bibel steht? Es ist wirklich, ich erkenne immer Menschen dran, die wirklich die Bibel lesen. Jedes Jahr kann man einmal durchlesen und tut das mal, dann werdet ihr sehr realistisch. Das ist nämlich auch von Kriegen und so weiter die Rede. Aber was steht denn hier im 3. Mose 23? Da steht zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit meiner Brille bei eurer tollen Beleuchtung lesen kann, aber ich stehe im Licht, glaube ich, und der Herr redete zu Mose. Er redet auch zu dir. Hörst du ihn? Wie hörst du ihn? Ich habe meine Geschichte Bärbel gestern erzählt, dass ich mit 22 versucht habe, Gott zu hören, weil ein CVJM-Leiter mich wegschickte und den hatte ich gefragt, muss man überhaupt heiraten? Also ich fühle mich eigentlich so erstmal ganz okay. Und da hat er gesagt, ey, kommst du hier zu mir? Geh zu Gott, hör ihn. Und ich habe 14 Tage gebraucht, ich bin ins Fasten gekommen, nachher habe ich gehört, wie ich kaue, aber ich habe Gott nicht gehört. Ja, vielleicht geht das einigen von euch auch so. Euch wird immer gesagt, man hört Gott, aber wie? Und was ich nicht wusste, ist, dass der Heilige Geist vorbereitet, Dinge, die wir überhaupt nicht ahnen, dass sie von Gott kommen. Ich hatte nämlich mal einen Zettel geschrieben, wie ich mir meinen zukünftigen Ehemann vorstelle, aber aus Quatsch, was Mädchen ja manchmal so machen. Und das Schlimme war, oder das Erschütternde, alles, was da drauf stand, ohne Einschränkung. Und es war sehr kompliziert. Ist erfüllt. Hinrich war so einer. Also, wie hört man Gott? Ja, euch alle zur Ermutigung, die ihr sagt, ja, ich will ja, aber ich weiß überhaupt nicht wie. Ihr seht es an der Erfüllung. So, das habe ich nicht auf meinem Zettel stehen, sondern wieso müssen die Juden eigentlich alles anders machen? Sie machen es nicht anders. Wir sollten es wissen, was Gott zu ihnen gesagt hat. Das ist also im 3. Mose 23, Vers 23, kann man sich ganz gut merken. Also Rede zu den Söhnen Israel. Im 7. Monat, am 1. des Monats, soll euch Ruhe sein und eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun. Und am 10. dieses Monats ist ein Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung will ich für euch sein und ihr sollt euch demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Also eigentlich sollt euch selber darbringen. Sollt das loswerden, was in euch brennt, was nicht von ihm ist. Und das ist genau der Tag heute. Wie kommt das, dass wir so andere Daten haben? Heinrich hat es am Anfang gesagt, der jüdische Kalender geht von der Schaffung der Welt des Menschen aus, direkt an dem Tag, als Adam geschaffen wurde. Da beginnt die Zählung und das ist jetzt das Jahr 5784.
Und das ist dieser Kalender. Dann gibt es eben den Kalender, den die Christen sich zurechtgebastelt haben nach Jesus. Den haben wir hier, das ist der weltliche. Und dann gibt es noch einen dritten Kalender, weil die Juden nach dem Mondkalender gehen und wir nach dem Sonnen. Hier steht dann nochmal im 4. Mose wiederholt, wenn ihr das nachlesen wollt, 4. Mose, Augenblick, wo mein Lesezeichen ist. Und im 7. Monat, am 1. des Monats, sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Und dies ist heute eine heilige Versammlung. Egal, was ihr darüber denkt, Hinrich hat das so schön gesagt mit dem Gedankengebäude, was wir uns mit unseren Handys und unserem Wissen zusammenbasteln. Gott lässt Gedankengebäude einstürzen, damit wir wieder auf ihn gucken. Also, an diesem Tag ist, sollt ihr tun, ein Tag des Hornblasens soll es für euch sein. Warum Hornblasen? Weil wir nämlich bequem sind. Und wir haben einen Pastor, einen äthiopischen Pastor, der nach 15 Jahren hat er Gott gefragt, was ist in Deutschland los? Und er bekam das Wort, über Deutschland hängt ein Geist der Bequemlichkeit. Wir können so viel arbeiten, wie wir wollen, aber irgendwas ist in uns, dass wir sagen, mit Gott, das läuft schon irgendwie. Oder andere Leute sagen, ohne Gott läuft das auch. Es ist nicht wahr. Daher, gib's mal her, daher ist schon 4 Wochen, also in Israel, die praktizieren das im Glauben einfach, die ganz frommen, ob sie damit recht haben oder nicht, die müssen so lange, bis die ganze Welt evangelisiert ist, in ihrem, was ihr Tradition nennt, bleibt, die blasen das Horn, um zu sagen, hier, ihr Juden, wacht mal auf, es gibt noch Gott und an den sollt ihr euch wenden. Und ich hatte dasselbe Bild wie Lena oder wer das vorhin war. Ein Adler ist ein armseliges Tier, wenn er den da in der Voliere sieht, wenn er da rumhüpft, ja, ziemlich klobig und so weiter. Der Adler lebt nur dadurch, dass er im Auftrieb des Windes ist. Und wir leben nur dadurch, dass wir atmen. Und wir vergessen das total, dass Gott uns den Atem gegeben hat. Es ist ihm heilig. Dasselbe Wort im Hebräischen ist Ruach. Und dieser schreckliche Sound, der hier durch dieses Schofar kommt, das ist das Widerhorn, was Abraham dann gefunden hat, als er Isaak opfern sollte. Dieser schreckliche Sound, Klang, soll uns aufwecken aus dem, dass wir so, naja, eigentlich ganz gemütlich immer wollen. Ich selbst tue das in Ehrfurcht vor Gott. Wenn ich jetzt blase, das tun, Frauen dürfen das gar nicht blasen im Judentum. Aber wir sind frei durch Jesus, das zu tun, um weiterzukommen miteinander, Gott zu dienen, jeder mit der Gabe. Und ich habe eben die Gabe, naja, so ein bisschen dazwischen zu funken, wie die Amsel, die einfach singt im Baum, um Gott zu loben. Ja? Und so geht das. Und die Kraft und die Zeit gibt Gott dazu. Und dass es heilig ist, wisst ihr, das ist, mir kommen die Tränen im Augenhintergrund. Gott meint euch. Er meint auch Deutschland, aber er meint euch hier an diesem Ort und will euch Aufwind geben. Und ich blase das Horn, dass ihr überlegt, bin ich wirklich klar mit Gott? Will ich ihn wirklich hören? Will ich ihm wirklich dienen? Will ich überhaupt verändert werden? Damit blase ich das. Jesus, danke, dass du es bist, der ruft. Und wie es heißt im Buch der Weisheit, die Weisheit schreit auf dem Marktplatz. Sie schreit und keiner hört. So hast du gesagt, Jesus, sie hören und hören nicht, sie sehen und sehen nicht, aber du öffnest uns. Du gibst die Kraft, dass wir ganz zu dir gehören. Vaime Jesusa, Krov Christa, Amen. Wo kommt das hin?
Schuld und du heilst alle meine Verletzungen und du salbest mein Haupt mit Öl, dass ich wieder gesund werde. Jesus Christus, Sieger von Golgatha, dein Tod hat Verbrechen des Satans Macht. Jesus Christus, du Verstandener, du Lamm Gottes auf dem Thron, wir bitten dich an, auf dem, gib das mal durch, wir bitten dich an, den Gottes Sohn, wir bitten dich an, auf dem Thron, den Gottes Sohn, den Gottes Sohn. Und damit wir Gott hören, bekommt heute jeder eine kleine Tora-Rolle mit einem Vers. Und diesen Vers geben wir eigentlich den Ausreisenden, den Juden, die weder Wort Gottes je in die Hand genommen noch in den Mund genommen haben. Und sie lesen das dann sich gegenseitig vor. Ihr lest es dem Herrn vor und seht mal, ob ihr damit was anfangen könnt. Heinrich, du darfst zuerst nehmen und dann gebt ihr das durch. So, und damit das auch ein süßes Jahr wird, damit man schmeckt, das heißt schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, ist jetzt hier auf dem Tisch das, was man in Israel symbolisch isst, ein Stück Apfel. Und man taucht ihn in Honig. Der Honig ist original von uns rangeschleppt aus der Ukraine. Also hier nicht so viel. Aber und die Äpfel sind aus Hamburg, aus dem alten Land. Nehmt euch einen Schnitz Apfel nachher und stippt ihn in dieses Honig ein. Esst das und dann könnt ihr noch andere Kekse essen. Die sind dann aus Deutschland. So, also.